Habe ich Genau. es richtig verstanden, dass du in dem Gespräch mit Fabian Lehr sagtest, dass man doch eher als Linker, als Kommunist die Ukraine unterstützen sollte als Russland? Das ist ja, das ist das Hauptthema heute. Habe ich das richtig verstanden von dir? Ja, genau, das hast du richtig verstanden. Kannst du noch mal kurz sagen, warum du diese These vertrittst? Also erstmal im Gespräch mit Fabian Lehr habe ich eigentlich nur über einen Grund geredet. Es gibt mehrere Gründe, warum ich diese These unterstütze. Aber ich denke, es macht Sinn, erstmal über den Punkt zu reden, den ich mit Fabian auch besprochen habe. Und zwar geht es mir dort darum, zunächst einmal festzustellen, dass die Ukraine ein Land ist, das eine liberale Demokratie ist. Es ist keine optimale liberale Demokratie. Es gibt in dem Land viele Probleme, beispielsweise mit Korruption und auch bestimmte Bereiche, in denen grundsätzliche liberale Prinzipien noch nicht wirklich durchgesetzt werden. Aber im Großen und Ganzen ist die Ukraine ein liberal-demokratisches Land, während Russland ein autoritäres Regime ist. Okay, du hast sicher das Video gesehen, oder wenn nicht, dann sag's einfach, wo ich in satirischer Weise im Bett mit Fabian Lehr und so weiter das Ganze kommentiert habe. Was hast du zu meinen Kommentaren dazu zu sagen? Ich will sie jetzt nicht alle wiederholen, ne? Also ich glaube tatsächlich für die Zuschauer wäre es sehr sinnvoll, wenn wir nacheinander über einzelne Punkte reden. Also ich hatte eigentlich schon das Gefühl in der Diskussion mit Fabian Lehr und ich meine, wir waren dort ziemlich diszipliniert in dem Sinne, dass wir wirklich nur über dieses Thema der liberalen Demokratie gesprochen haben und über nichts weiteres. Das fand ich eigentlich schon gut, aber ich fand auch, dass dort wir noch ein bisschen zu unpräzise waren. Also ich denke, wir müssen eindeutig quasi Punkt für Punkt da durchgehen, die theoretischen Vorannahmen, die wir machen, auseinander dividieren und dann können wir das so regeln. Also ich glaube, wir können nicht auf der Ebene so eines Pauschalurteils vorgehen, sondern ich Okay. würde vielleicht vorschlagen, dass du einzelne Argumente nennst und dann diskutieren wir gemeinsam darüber. Es ist wahrscheinlich sogar notwendig, dass wir das öfter als einmal machen, weil ich denke, das wird sehr viel Material ergeben und wir werden dann weiter in die Tiefe gehen müssen. Aber ja, genau. Also ich sehe mich nicht dazu in der Lage, auf die Gesamtheit deiner Kommentare jetzt einfach mal pauschal eingehen zu können. Okay. Ein zentraler Punkt meiner Kritik war, dass ihr beide euch ja auch bei all euren Differenzen, Fabian war ja quasi mehr äquidistant zu beiden Seiten, Ukraine und Russland, und du hast mehr für die Ukraine Partei ergriffen, aber ihr wart euch auf jeden Fall einig in einem Punkt. Wir Kommunisten oder Linken, ich weiß nicht, wie du dich verstehst, sollten doch für einen demokratischen Sozialismus werben. Und das ist meine Hauptkritik. Da würde ich doch schon mal fragen, wo Marx zum Beispiel Demokratie irgendwie verteidigt hätte, außerhalb von immer noch besser als Kaiserreich. Also das heißt, deine Frage ist quasi, wie kommt man auf die Vorstellung, dass Marx ein Befürworter der Demokratie gewesen sei? Also ich meine, was du jetzt natürlich sagen wirst, also was jetzt passieren wird, ist, ich werde erstmal darauf verweisen, dass Marx in den historischen Situationen, in denen er gelebt hat, eigentlich kohärent und immer auf der Seite der demokratischen Kräfte argumentiert hat. Dass er zum Beispiel beim Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten in den USA die Partei des Nordens ergriffen hat, dass er in jedem Fall zum Beispiel im Kommunistischen Manifest die Kommunisten zur Unterstützung der Liberalen aufruft. All diese Dinge sind eigentlich relativ klar. Aber ich glaube, wie du darauf antworten wirst, ist natürlich zu sagen, ja, das war aber nur in dieser historischen Situation notwendig. Also es war nur notwendig, weil Marx glaubte, dass die bürgerliche Demokratie ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Sozialismus ist. Damit wäre ja rein technisch betrachtet noch nicht nachgewiesen, dass die sozialistische Gesellschaft auch eine demokratische Gesellschaft sein wird. Nun ist der Punkt einfach, dass Marx eigentlich dazu fast gar nichts sagt. Ja, also, beziehungsweise, es gibt einen Text, der uns weiterhelfen kann, und zwar ist es der Bürgerkrieg in Frankreich.
Es ist relativ klar, sowohl von Marx als auch von Engels, dass beide der Meinung waren, die Pariser Kommune sei die Diktatur des Proletariats. Nun ist aber der Punkt, dass die Diktatur des Proletariats nicht der Sozialismus ist. Insofern, ich glaube, bei Marx, wie es im Sozialismus aussehen wird, ob der Sozialismus selbst ein demokratisches System sein wird oder nicht, dazu äußert sich Marx nicht. Ich würde hier an der Stelle mal einhaken, weil ich möchte mal Chris fragen, ob du uns hörst, ob wir dich hören können. Also ich höre euch, hört ihr mich? Ja, alles gut. Bernd hat, glaube ich, Tonprobleme. Bernd? Bernd hört uns, aber wir hören ihn nicht. Ja. Okay, er verfolgt das, ist jetzt nicht. Chris, möchtest du an dieser Stelle schon etwas dazu sagen, was Dennis gerade sagte? Nee, ich habe es nicht, ich habe es nur mitgekriegt, dass er über Demokratie und Sozialismus, und ich frage mich, ja, was willst du denn ansonsten machen? Also, wie soll Sozialismus anders funktionieren als in Form einer Demokratie? Also nicht in Form einer bürgerlichen Demokratie, aber eben einer tatsächlichen Demokratie. Also irgendwer muss ja Entscheidungen treffen, wenn man, vor allem wenn man eine geplante Ökonomie hat, im Sozialismus. Leute müssen ja irgendwie müssen ja die Entscheidungen zustande kommen. Also anders als demokratisch funktioniert Sozialismus nicht. Das hat das nichts demokratisch Sozialismus, den der Marx erwähnt im Kommunistischen Manifest oder so zu tun, aber die Entscheidungen müssen ja irgendwie getroffen werden. Wer soll das Okay. machen? Okay, Chris, und speziell auf unser Thema, wäre es dann auch besser, so wie Dennis sagt, dass wir als Kommunisten oder Linke doch mehr die Ukraine unterstützen sollten, weil wenn sozusagen der westliche, die Option auf den westlichen demokratischen Sozialismus doch viel stärker wäre, als wenn jetzt Diktator Russland, sage ich mal, als Kennzeichen da siegreich wäre, wäre es nicht ganz Sekunde. gut. Oder entschuldige, Ganz ja, kurz. Dennis, ja, okay. Ganz kurz. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen. Also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, okay, ist der Sozialismus demokratisch? Dann lass uns doch erstmal darüber reden und danach können wir über die Ukraine reden. Okay. Wenn dein Hauptkritikpunkt an meiner Ukraine-Argumentation darin besteht, dass du sagst, du teilst die Grundannahme nicht, dass Sozialismus demokratisch sein muss, dann würde ich sagen, wir müssen zuerst darüber reden. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Chris genau wie ich daran glaubt, dass Sozialismus demokratisch sein muss, aber dass er nicht glaubt, dass der Sieg der Ukraine in diesem Krieg die Chancen auf einen demokratischen Sozialismus größer machen. Ja, Fabian Lehr zum Beispiel stimmt mit mir überhaupt nicht überein, was die Frage der Ukraine und des Kriegs angeht. Aber so wie ich ihn verstehe, stimmt er mir durchaus zu, dass der Sozialismus demokratisch sein muss. Und die Fragen sollten wir einfach der Redlichkeit halber gesondert voneinander inhaltlich besprechen. Wollen wir zuerst, ist es okay für dich, wenn wir zuerst darauf eingehen, was ist Demokratie, weil das Sozialismus Planwirtschaft für Bedürfnisse ist? Ich denke, da sind wir uns weitgehend einig. Was ist Demokratie? Warum sollte ein Volk über sich selbst herrschen? Okay, also Demokratie, ich würde sagen, Demokratie ist erstmal ja Volksherrschaft, also im Sinne von, Entscheidungen werden getroffen, indem Menschen ihren Willen abgeben. Ich glaube, heutzutage würden wir auch sagen, zu einer Demokratie gehört auch, dass die Staatsbürgerinnen das gleiche Wahlrecht haben. Also so etwas wie ein Zensuswahlrecht, wo nur bestimmte Menschen wählen dürfen und andere davon ausgeschlossen sind, würden wir wahrscheinlich nicht mehr als Demokratie bezeichnen. Aber der Demokratiebegriff ist eigentlich in gewisser Hinsicht auch, sobald wir wirklich inhaltlich präzise reden wollen, etwas schwierig. Denn ich glaube, dass in den meisten Fällen, wenn wir Demokratie sagen, auch wenn ich in der Alltagssprache Demokratie sage, dann geht es nicht nur um dieses Prinzip der Mehrheitsabstimmung, sondern es geht auch um mehr. Es geht zum Beispiel auch um Prinzipien wie so etwas wie Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel.
oder so etwas wie individuelle Freiheiten, die garantiert werden, Gewaltenteilung. Nehmen wir zum Beispiel die Justizreform, die Netanyahu gerade in Israel versucht durchzusetzen. Wenn wir Demokratie wirklich nur wortwörtlich verstehen als eine Herrschaft des Volkes oder eine Herrschaft der Mehrheit, dann sind die Justizreformen ja demokratisch. Die Knesset wird von der Bevölkerung gewählt. Das heißt, es ist doch gut und demokratisch, wenn dieses Parlament auch die Möglichkeit hat, Entscheidungen des Verfassungsgerichts, das nicht demokratisch gewählt wird, quasi in Frage zu stellen. Ja, da Wenn wir möchte ich aber mit Demo an der Stelle mich doch mal reingrätschen. Egal ob in Israel, ich meine, das ist jetzt wieder ein Riesenfach und das ist ja gerade in Deutschland ein ganz dünnes Eis, über Israel überhaupt zu reden. Bleiben wir mal bei dem Begriff nochmal. Was ist Okay, das aber Volk? das dient nur Was der ist das? Illustration. Wir können ja auch Ja, ist Ungarn okay. nehmen oder Polen, Ist ja? okay, ist okay. Bleiben wir mal bei dem Begriff. Was ist das Volk anderes als die sehr variable Verfügungsmasse der Staatsgewalt? Alles, also alles. Das ist interessant. Also es ist interessant, weil deine Perspektive scheint ja anzudeuten, dass, also ganz im Gegenteil zu dem, was Marxisten normalerweise denken. Normalerweise denken Marxisten, dass, oder die allermeisten Menschen, die sich als Marxisten bezeichnen, denken, dass es den Staat eigentlich gar nicht gibt. Ja? Also was ich damit meine ist, es gibt nur die verschiedenen Klassen. Es gibt zum Beispiel die Klasse Proletariat und Bourgeoisie. Es gab auch mal den Adel. Es gibt möglicherweise das Kleinbürgertum. Und der Staat ist dann nichts anderes als ein Instrument, das die Interessen von bestimmten Klassen vertritt. Das heißt, die Zivilgesellschaft ist quasi primär, der Staat ist ein reines Epiphänomen. So wie du das jetzt zum Ausdruck gebracht hast, klingt es so, als hättest du die gegenteilige Position. Also es gibt eigentlich nur den Staat und die Bevölkerung ist eine Verfügungsmasse dieses Staates. Verstehe ich das richtig? Also ich will es auch mal an einem Beispiel illustrieren. Es ist immer für die Zuschauer wahrscheinlich am greifbarsten, damit wir nicht zu abstrakt werden. Elsässer waren mal Deutsche und wieder Franzosen, wieder Deutsche, je nach Kriegsergebnisse. Ne? Im Grundgesetz steht, Deutscher ist, wer einen deutschen Pass besitzt. Und das regelt die Staatsgewalt mit ihrem Gewaltmonopol ganz nach Tagesinteresse. Das heißt, die Syrer, die waren auch mal sehr interessant, 2015. Die haben viel schneller einen guten Aufenthaltsstatus gekriegt. Von denen wurden auch schneller mal zu Deutschen ernannt. Heute sind es, und jetzt sind wir wieder beim aktuellen Thema, die Ukrainer. Das heißt, wer zum Volke gehören darf, das ist tagespolitisch aktuell ständig verhandelbar. Deswegen ist der Volksbegriff ein unsinniger, wenn man nur von der Logik ausgeht. Wenn man allerdings vom Staatsinteresse ausgeht, ein sehr sinniger. Weil er damit bestimmt, so, ich habe heute dieses Interesse. Heute darfst du Deutscher sein, morgen bist du Deutscher. Heute gehörst du zum deutschen Volk, morgen ein anderer, je nach Nützlichkeit für Staatsinteressen. Entschuldigung, aber das passiert, also faktisch ist es ja nicht so, sagen wir es mal so, der Staat hat nicht die Möglichkeit, von heute auf morgen zu entscheiden, dass beispielsweise die Bewohnerinnen Berlins oder die Bewohner Ostdeutschlands oder was auch immer plötzlich keine deutschen Staatsbürger mehr sind. Ja, es ist nicht der Fall, dass vor jeder Wahl die jeweils regierende Partei diejenigen Regionen, die wahrscheinlich gegen sie stimmen werden, plötzlich aus dem Volk ausschließen kann, dass die Leute ausgebürgert werden, keine Deutschen mehr sind, dann wird die Wahl durchgeführt und dann, wenn sie das nächste Mal wieder gebraucht werden, kommen sie wieder rein. Also diese Geschichten mit den Syrern und den Ukrainern, das verändert die Gesamtzusammensetzung der Masse der Wählerinnen überhaupt nicht in signifikantem Ausmaß. Es ist also die Vorstellung, dass der Staat nach Gutdünken darüber entscheidet, wer quasi Teil dieses Demos sein kann und wer nicht, das deckt sich nicht mit der Realität. Also es ist nicht der Fall, dass sie einfach beliebige Menschen aus dem Begriff des Staatsbürgers ausschließen können und dann einfach riesige Mengen daran integrieren. Ich denke, so funktioniert kein existierender Staat auf Wer dieser Erde. ist denn ein Deutscher? Also wir kennen ja die übliche Definition, gleiche Sprache, gleiche Herkunft und seit Generationen auf gleichem Boden, auf einem Staatsgebiet. Würdest du damit übereingehen bei dieser Definition? Naja, die Deutschen sind diejenigen, die einen deutschen Pass haben. Und wie kriegt man diesen deutschen Pass? Zum Beispiel, wenn man von deutschen Eltern geboren wird.
Oder eben, wenn man einen Prozess der Einbürgerung durchgemacht hat. So, das ist halt, das bedeutet aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Paar, das ursprünglich keinen deutschen Pass, sagen wir mal, Migranten und Migrantinnen kommen nach Deutschland, erwerben den deutschen Pass, in dem sie lange hier leben und arbeiten, dann Kinder bekommen, dann sind diese Kinder auch Deutsche. Und das ist nicht eine Frage der willkürlichen Entscheidungsgewalt des Staates, sondern wenn diese Menschen einmal als Staatsbürgerinnen anerkannt sind, dann können ihre Kinder auch deutsche Staatsbürger werden. Wer entscheidet denn die Anerkennung als Deutscher? Wer macht denn das? Gibt es da eine Volksabstimmung, wer Deutscher sein darf, wer einen deutschen Pass hat? Das Recht tut das. Also es gibt bestimmte gesetzliche Grundlagen dafür. Das ist ja auch anders in verschiedenen Staaten. Beispielsweise in den USA ist es der Fall, dass Menschen, die dort geboren werden, auch US-Staatsbürger sind. Also wir haben da zum Beispiel diese Debatte mit dem Recht des Bluts und dem Recht also Jus soli und Jus sanguinis, also genau, ob es darauf ankommt, dass ich auf dem Staatsgebiet geboren wurde oder als Kind von Eltern, die Staatsbürger sind. Das unterscheidet sich in verschiedenen, auch in verschiedenen liberalen Demokratien. Aber grundsätzlich gibt es rechtliche Regelungen dafür, wer als Staatsbürgerin und Staatsbürger aufgenommen wird und unter welchen Umständen das passiert. Ja, und wer entscheidet, was Recht ist? Wer erlässt die Gesetze? Wer macht das? Welche Gewalt macht das mit Gewaltmonopol, die es auch durchsetzen kann? Das ist so die Grundfrage jetzt. Also, wer Gesetze macht, das ist die Legislative. Also das heißt, in Deutschland der Bundestag, wo Abgeordnete sitzen, die von der Bevölkerung gewählt wurden. Richtig. Das ist völlig richtig. Das sind natürlich die Leute, die gewählt wurden. Nun ist doch die Frage, kann jeder sein Interesse auf den Wahlzettel schreiben oder kann er nur ankreuzen, was im Voraus von der Staatsgewalt legitimiert wurde, als das könnt ihr wählen? Also es ist nicht die Staatsgewalt, die das legitimiert. Nur um das klar zu sagen, also ich bin nicht der Meinung, dass die repräsentative Demokratie, die wir in kapitalistischen Staaten haben, oder auch im Besonderen, sagen wir mal, die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, aus meiner Sicht eine lupenreine oder perfekte Demokratie ist. Ich hätte lieber direkt demokratische Elemente, also die Möglichkeit, dass die Bevölkerung Gesetzesinitiativen vorschlagen kann auf eigene Faust und dann die Menschen darüber abstimmen statt gewählte Abgeordnete. Ich glaube auch, dass das freie Mandat, das in unserer Verfassung eigentlich drinsteht, in Deutschland nicht existiert. Also die Parteien entscheiden letztendlich, wie sich die Abgeordneten verhalten müssen. Das wurde sogar interessanterweise einmal offiziell eingestanden, nämlich als es um die Homo-Ehe ging. Da hat sich Merkel sehr dafür rühmen lassen, die Abstimmung freizustellen als Gewissensfrage. Und es wurde dann gesagt, ja, okay, Merkel hat zwar dagegen gestimmt, aber sie war so gnädig, das den Abgeordneten freizustellen, hat damit signalisiert, dass jeder Mensch nach seinem eigenen Gewissen hier abstimmen darf. Das Interessante ist, die deutsche Verfassung schreibt vor, dass es immer freigestellt ist. In keinem Fall kann die Partei den Abgeordneten einfach befehlen, wie sie abstimmen müssen. Die Abgeordneten sind allein ihrem eigenen Gewissen verpflichtet. Das ist in der Praxis aber nicht der Fall. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Wir können auch über Medien reden. Wir können darüber reden, über Lobbyismus, über Einflussnahme von Wirtschaftsinteressen oder anderen mächtigen Interessen auf die Politik. Das sind alles Probleme, aber die Vorstellung, dass der Staat entscheidet, was die Programme sind, über die er dann das Volk abstimmen lässt, die ist durchaus falsch, sondern das sind die Parteien, die das entscheiden. Okay, Und die was hältst Parteien sind nicht der Staat. Ja, was hältst du von einem Diktum von Sarah Wagenknecht, die mal sagte, der Kapitalismus ist überwindbar im Rahmen des Grundgesetzes und nichts anderes will die Linke? Also ich denke, wir gehen ja hier jetzt hinaus auf die Frage Revolution oder Reform. Das ist eine sehr alte Fragestellung. Ich glaube an die Notwendigkeit der Revolution. Ich glaube nicht, also auch Marx hat das nicht geglaubt, dass es einen logischen Grund dafür gibt, dass es nicht anders ginge. Also rein hypothetisch gesehen halte ich es durchaus für möglich, dass man auf dem Boden der existierenden Gesetze in Deutschland einen Sozialismus einführen könnte. Ich glaube nur, dass es praktisch gesehen nicht funktioniert. Also, dass die staatlichen Strukturen, die es gibt, auch das Parteiensystem, das wir haben, es praktisch unmöglich macht, ein Projekt durchzusetzen, das zumindest theoretisch
denkbar wäre. Deshalb glaube ich, dass es einen Sozialismus auf rein parlamentarischem Wege in Deutschland nicht geben wird. Es sieht natürlich anders aus, wenn wir eine große Massenbewegung auf den Straßen haben, sodass quasi eine parlamentarische und eine gewerkschaftliche und selbstorganisierte Bewegung gleichzeitig quasi aktiv werden. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es funktionieren kann. Aber ich denke, alleine mit Hilfe des Parlaments ist es in Deutschland faktisch nicht möglich, einen Sozialismus einzuführen. Du sagtest etwas über die Bedingungen der Möglichkeit. Jetzt kommen wir wieder zum ursprünglichen Thema zurück, dass mit einer liberalen Demokratie westlich gestützt in der Ukraine doch viel eher, sagen wir mal, auch sozialistische Umwälzungs-, Transformations-, Revolutionsprozesse möglich wären. Ich habe mir gerade heute nochmal angehört, ein aktuelles Interview bei 99 zu 1 mit einem Vertreter der KO, der kommunistischen Organisation. Diese Organisation hat Verbindungen zu Kommunisten in der Ukraine und in Russland. Und da wurde ganz klar gesagt, also Kommunisten werden in Russland teilweise verfolgt, ja. Ich meine, in Russland gibt es ja auch die große KPDRF oder so. Dazu könnte Chris noch was sagen. Der hat sich damit sehr beschäftigt, eine richtig große Partei. Aber es gibt auch noch viele kleine Parteien. Und er sagte ganz klar, in Russland werden insgesamt Kommunisten weit weniger verfolgt als in der Ukraine. Und die haben weniger Stress mit Polizisten, sondern mit Leuten, die sowas von nationalistisch bis faschistisch drauf sind, dass sie sie wirklich auch totschlagen wollen am liebsten. Was sagst du dazu? Also reden wir jetzt nicht mehr über die Frage, ob Demokratie insgesamt gut ist, sondern jetzt reden wir wieder darüber, ob die Ukraine tatsächlich liberal-demokratisch ist. Ich glaube, also das ist verwirrend für die Leute, die zuhören. Weil diese Diskussion hatte ich schon mit Fabian Lehr. Also wir haben schon darüber geredet, ob die Ukraine faktisch ein liberal-demokratisches Land ist. So. Ich glaube auch, dass die meisten Leute, die hier zuhören, durchaus dazu in der Lage sind, selbst Recherchen zu betreiben über den Zustand des Rechtssystems in der Ukraine und in Russland, über das Parteiensystem, über die Konkurrenz zwischen den politischen Parteien und sich dann sozusagen darüber zu informieren, ob diese Systeme quasi gleich demokratisch sind oder ob nicht vielleicht eins davon freiheitlicher ist als das andere. Nur ich habe dich so verstanden, als würdest du sagen, Fabian Lehr und Dennis haben beide Unrecht, weil sie überhaupt denken, dass Demokratie was Gutes ist. Ja, also Okay, dass du, gehen wir wieder darauf zurück. Gehen wir wieder genau, darauf das müssen zurück. wir Okay. jetzt erklären. Ich habe noch nicht verstanden. Du hast bisher eigentlich nur angedeutet, dass du der Meinung bist, das existierende demokratische System in Deutschland zum Beispiel ist nicht demokratisch genug. Und wenn das dein Punkt ist, dann würde ich sagen, ja, okay, ich stimme zu. Ich hätte auch gerne, dass es demokratischer wird. Ich werde mich auch immer dafür einsetzen, dass es demokratischer wird. Aber das ist ja auch ein anderer Punkt. Also, wenn du sagst, Demokratie ist schlecht, dann würde ich gerne das Argument dafür hören, was an der Demokratie, warum man als Sozialist die Demokratie ablehnen sollte. Die Demokratie ist die perfekte Form der bürgerlichen Herrschaft. Das ist die Form der Herrschaft, in der sich die Proletarier wirklich einbilden können, irgendwie noch was zu sagen zu haben, während im Faschismus, in der Diktatur, sie ganz klar, ganz schnell merken, wir werden wirklich beherrscht. In der Demokratie bilden sie sich ein, wir werden ja nur regiert. Da ist ja nur ein politischer Verkehrspolizist, der den Laden hier regelt. Sie regen sich ständig darüber auf in der Demokratie, über Unfähigkeit von Politikern, aber sie wissen gar nicht, was wirklich der Kern ist des kapitalistischen Verwaltungswesens. Und das ist nun mal, und das sieht man ja in fast jeder Politikerrede, Hauptsache Wachstum, Wachstum, Wachstum des nationalen Kapitals. Und da erliegen sie einem großen Irrtum. Das heißt, die Urlüge der Demokratie ist, das wäre nur Regierung und überhaupt nicht Herrschaft der bürgerlichen Interessen im Sinne des Kapitals. Das ist meine Kritik an der realen Demokratie, wie sie heute besteht. Okay, also das heißt, die Vorstellung ist quasi durch die Demokratie, nur damit ich das richtig verstehe, wird dem Proletariat vorgegaukelt, es hätte etwas zu sagen. Und das führt zu einer Identifikation des Proletariats mit dem existierenden System.
Während in einer Demokratie wissen die Leute, dass sie nichts zu sagen haben und sind deshalb In einer möglicherweise. Diktatur wissen die Leute. Ja, in einer Diktatur, genau. In einer Diktatur wissen die Leute, dass sie unterdrückt werden. Und das ist besser, als wenn sie sich einreden, sie hätten was zu sagen. Es ist nicht besser. Es ist nicht besser. Es funktioniert einfach nur so. Was heißt besser? Besser in welchem Sinne? Also es ist, sagen wir mal, besser für uns, oder? Wenn es gut für die Bourgeoisie ist, dass die Arbeiterinnen denken, sie hätten was zu sagen, dann heißt es doch im Umkehrschluss, dass es für die Sozialistinnen besser ist, in einer Diktatur zu leben, weil in der Diktatur das Proletariat weiß, was Sache ist, während es in der Demokratie über den wesentlichen Charakter der Herrschaft getäuscht wird, weil es denkt, ja, es ist unser Staat, ja, wir haben hier die Macht, wir haben was zu sagen. Und diese Illusion zu erzeugen, ist ja deiner Meinung nach das, was der Bourgeoisie zum Vorteil gereicht. Und es würde doch bedeuten, dass es gut wäre für den Sozialismus, wenn es eine brutale, bürgerliche, rechte Diktatur gäbe, weil dann die Leute wissen, was Sache ist. Nein, nein, das wäre jetzt die umgekehrte Verelendungstheorie. Das stimmt ja auch nicht. Also je schlechter oder besser es den Leuten geht, das hat gar nichts damit zu tun, ob sie ein Klassenbewusstsein zum Beispiel entwickeln. Ihnen kann es ganz schlecht gehen, ihnen kann es auch richtig gut gehen. Und sie können auch, also die Leute, die jetzt befürchten, aus dem Mittelstand abzurutschen, in ein gewisses Elend, die können das und das und das denken. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jemand kann, jemand, dem es schlecht, der befürchtet oder dem es wirklich schlechter geht als gestern oder der befürchtet, dass es ihm morgen schlechter wird, der kann sich schämen, der kann im besten Fall Kommunist werden und im schlechtesten Fall sagt er, ich gehe eher nach rechts und wähle die AfD. Im Moment haben wir da leider große Zuwachsraten und da würde ich sagen, das ist auch kein Wunder, weil die AfD erfindet ja nichts Neues, sondern sie bedient sich an den enttäuschten demokratischen Ideologien. Sie erfindet nichts Neues. Sie macht einfach nur, ja, wir wissen ja, in den normalen, in den Altparteien ist ja auch eine gewisse, ja, und wir sollten nicht zu viele Ausländer aufnehmen und ein bisschen Rassismus darf auch mal sein. Racial Profiling oder wie, wenn die Polizei da reingehen darf, ist ja alles demokratisch abgesichert, nur weil jemand eine andere Hautfarbe hat, wird er stärker kontrolliert als einer unser einer. Die AfD bedient sich einfach in den Regalen der demokratischen Ideologie. Aber ich denke, der Bobby, der hat schon längst den Kopf geschüttelt. Wollen wir mal einen anderen zu Wort kommen lassen? Bobby, hörst du uns? Ja, was mir gerade so ein bisschen bei deiner Argumentation gefehlt hat, René, ist der Verweis auf die Abstraktion Volk. Was ist denn überhaupt das Volk? Ja, da sind ja einmal die reichen Unternehmen, die sowohl also die Absprache oder Mitwahlrecht haben, ja, als auch die ganzen, die davon abhängen, die in diesen Betrieben arbeiten, als auch die Manager dieser Betriebe, die auch Stimmrecht haben und die Arbeitenden, die Lohnabhängigen, die auch ein Stimmrecht haben. Das sind ja alles letztendlich unterschiedliche Klasseninteressen eigentlich schon innerhalb dieses Volkes. Die werden komplett ausgeblendet. Das funktioniert im Faschismus so und das funktioniert auch in der Demokratie so. Weil in der Demokratie wird dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl geschürt. Wir sind ja eine Nation, wir sind ja ein Volk, ein deutsches Volk. Dieses Wir-Gefühl, das stimmt einfach schon nicht. Und das ist genau dass dieser Kernkritik schon von René zu sagen, dass Demokratie eben nicht wirklich ein Gegenpol zum Faschismus ist, sondern eigentlich so als Schwester zu betrachten ist, als die kleine Schwester. Und die Das hat Wahl, die sich. ist doch nur ein Abruf der herrschenden Klasse an die Beherrschten, sich weiter beherrschen zu lassen. Es dient letztendlich, wie der René schon sagte, einmal dazu, den Arbeitenden zu suggerieren oder den Beherrschten zu suggerieren, sie haben ja Mitstimmrecht, sie können ja ein bisschen was beeinflussen. Und zum anderen ist das, wie ich gerade schon gesagt habe, der Abruf der Herrschenden an die Beherrschten, sich erneut beherrschen zu lassen. Chris hat sich gerade gemeldet. Ja, mir wird das Ganze ein bisschen zu abstrakt im Moment, diese Diskussion, weil der Grad an Demokratie
Also Demokratie ist jetzt erstmal nicht etwas, was nur der bürgerlichen Klassenherrschaft irgendwie entspricht. Also das ist ja, das ist durchaus auch als Argumentat als Organisationsform für den Entscheidungsfindungsprozess eben zu verstehen. Ja. Natürlich unterliegt eine Gesellschaft immer ihren Klassengegensätzen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gemeinsam sind. Ja. Wir leben in dieser Gesellschaft eben geteilt, aufgeteilt in diesen Klassen mit ihren unterschiedlichen und gegensätzlichen Interessen. Und also sagen wir so, also ganz praktisch gesehen, also ich habe jetzt, also ich bin lieber, ich hab lieber die Möglichkeit, mich in im Rahmen der bürgerlichen Demokratie meine Ansichten zu vertreten, als im Konzentrationslager vernichtet zu werden. Chris, darf ich kurz einhaken? Würdest du damit Dennis eher recht geben, der sagt, also lieber Ukraine mit westlicher liberaler Demokratie als Russland autoritär? Geht es in diese Richtung oder übertreibe ich das jetzt gerade? Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil wie sich ja gerade in diesem Konflikt zeigt, hat sich ja also diese liberale Freiheiten der westlichen Demokratie kommen sehr schnell an ihre Grenzen. Man darf gewisse Sachen nicht mehr sagen. Gewisse Sachen zum Ukraine-Konflikt darf ich nicht mehr sagen. Also meine wirkliche Meinung zu diesem Krieg und zu diesem darf ich eigentlich nicht sagen, weil das ist mittlerweile eine Straftat. Also von wegen der Westen ist die freiheitliche Demokratie ist ja, lachhaft. Also es ist ja total abstrus. Ja. Leute bekommen Strafbefehle, Leute werden verurteilt zu Haftstrafen, weil sie eine der veröffentlichten Propaganda der herrschenden Klasse widersprechende Ansichten haben. Also das ist Lass uns das nochmal ganz, ganz klarstellen. Wir reden hier über verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, was wir von der Demokratie im Allgemeinen halten. Und zwar, die teilt sich auch eigentlich auf. Nämlich einerseits reden wir darüber, ob wir eine liberale Demokratie im aktuellen System für vorteilhaft oder schädlich halten für die sozialistische Sache. Und zum Zweiten reden wir darüber, ob der Sozialismus selbst demokratisch sein wird. Ja, das sind auch zwei verschiedene Fragen. Also ich kann ja zum Beispiel der Meinung sein, sagen wir, der Sozialismus, der wird demokratisch sein, aber die Demokratie, die wir jetzt haben, hat wirklich die Funktion, von der René redet. Die ist wirklich eigentlich undemokratisch. Das Proletariat hat gar nichts zu sagen. Es erschafft nur die Illusion, wir hätten was zu sagen und so weiter. Aber hier, ich würde in beiden Punkten sagen, also einerseits denke ich, dass es im Sozialismus, dass der Sozialismus demokratisch sein muss, aber ich glaube auch, dass die liberale Demokratie, die es im Kapitalismus gibt, besser ist als ein autoritäres System. Das sind zwei Fragen. Die dritte Frage ist jetzt, ob wir glauben, dass im Westen aktuell überhaupt noch eine liberale Demokratie herrscht. Ja, so wie ich Chris verstanden habe, sagst du, der Westen ist gar nicht oder gar nicht mehr liberaldemokratisch. Das ist aber eine andere Frage. Also wenn wir uns erstmal verständigt haben über unsere Meinung über Demokratie im Sozialismus und liberale Demokratie im Kapitalismus, dann können wir danach darüber reden, ob wir denken, dass der heutige Westen in diesem Sinne demokratischer ist als, sagen wir, Russland oder China. Liebe Leute, 19:57 Uhr. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Runde. Es ging ja schon ein wenig turbulent zu und ich muss auch sagen, es fällt schon auf, jemand, der sehr schnell redet, der setzt sich dann eher in der Debatte durch. Wir kennen das aus Talkshows, ja. Jemand, der schnell und laut redet, der kriegt mehr Zeit. Also wenn der Moderator es zulässt, also bei Markus Lanz,
Dann ist auch was anderes nochmal klar, dass man sich vorbereitet hat und man genau weiß, wer gegrillt werden soll. Ich denke, wir wollen hier überhaupt keinen grillen, sondern wir wollen miteinander diskutieren. Übrigens, das ist ja auch eine Kennenlernrunde. Ja, erstmal wollte ich grundsätzlich zu dieser Diskussion sagen, weil das ist so wie, diskutieren wir irgendwie um eine ideale Demokratie herum, die so nicht existiert und nie existieren wird. Eine Demokratie kann immer nur im Rahmen ihrer jeweiligen Klassenherrschaft existieren und ist immer auch gleichzeitig eine Diktatur, die diesen gesteckten Konsens, dieses gesteckte Terrain an geduldeter Meinung abschirmt von denen, von den Einflüssen, die eben nicht erträglich sind für das jeweilige System. Das kann man dann bewerten, wie man will, aber also eine Demokratie ist immer eine Diktatur, so wie jeder Staat eigentlich immer eine Diktatur ist, solange wir in einer Klassengesellschaft leben. Natürlich gibt es innerhalb dann der jeweiligen Klassenherrschaft unterschiedliche Brutalitäten dieser Diktaturen, unterschiedliche Freiheiten innerhalb des Rahmens, in dem man sich mitwirken kann. Besonders lustig in Deutschland, die Deutschen glauben immer an das Recht, ja. Das ist immer sehr lustig. Zum Beispiel der Widerstandsparagraf, ja, dass man das Recht auf Widerstand hat, wenn jemand diese Grundgesetzordnung beseitigen will. Das kann man aber nicht einfach selbst entscheiden, sondern das entscheiden dann die Richter, die von diesem System eingesetzt sind. Das heißt, das ist eine totale Luftnummer. Also diese Demokratie ist eben immer nur relativ. Und damit sind wir auch schon beim Punkt, diese Einteilung, westliche Demokratie und andere Autoritäten, das ist einfach nur Propaganda. Kann man nicht anders beurteilen. Ja, weil wenn man sich zum Beispiel ein bisschen intensiver mit China auseinandersetzt, weiß man, dass es da eine sehr, sehr tief verwurzelte Protestkultur gibt. China bezeichnet sich als Full Process Democracy. Nämlich, dass die Leute dann, wenn genug Leute sich aufregen, dann reagiert die jeweilige zuständige Verwaltungsebene, also Kommune, Provinz, nationale Regierung auf diese Proteste und ändert ihr Verhalten, wenn es nicht grundsätzlich dem was entgegensteht. Und das Bild, das einfach vermittelt wird, nämlich das sind die autoritären Staaten und wir sind die Demokratien, das ist einfach nur Propagandamüll. Wir sind die Guten. Oder ich sag's auch mit Volker Pispers, die nennen das Demokratie. Für mich ist das Scheiße am Schuh. Bobby hat sich gemeldet. Bobby Ja, Ton. ja, ja, ja. Da möchte ich eigentlich so ein bisschen auch an den Chris anknüpfen. Da muss ich ihm sogar recht geben. Ja, dem Chris, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, da auf der anderen Seite der Erdkugel, da ist eine Gewaltherrschaft. Das ist Gewalt, das ist eine Diktatur, da wird von Autokraten gesprochen. Dass da Zwecke hinterstecken, die da auch verfolgt werden, die nicht nur lauten, wir regieren oder wir herrschen, weil wir einfach nur gewaltaffin sind, weil wir einfach nur gerne Gewalt durchsetzen wollen. Da sind ja auch Zwecke hinter. Und zu sagen, da ist eine Herrschaft, die ist böse, die hält sich nicht an den Kodex ordentlichen Regierens, ist gleichzeitig ein Lob an die Zustände, wie es hier abgeht. Zu sagen, woanders ist es eine böse Herrschaft, also Herrschaft an sich ist schon was Gutes, ja, aber wenn, dann muss die sich doch an den Kodex ordentlichen Regierens, Herrschens halten. Und das natürlich im Sinne der ausländischen Begutachter. Wir sind doch keinen Schritt jetzt weitergekommen. Also im Endeffekt geht es jetzt wieder um die Frage, welche Systeme auf der Erde tatsächlich demokratisch sind. Ja, also zu sagen, okay, also zumindest bei Chris geht es darum. Da geht es dann darum, ja, ist es wirklich der Fall, dass die westlichen Demokratien
demokratischer sind als China zum Beispiel? Also es ist schon eine interessante Frage, das können wir diskutieren, aber wir haben immer noch nicht geklärt, was Demokratie eigentlich ist und ob wir dafür oder dagegen sind. Ja, also es wäre ja komplett egal, wenn René recht hat und Demokratie ist sowieso nichts, nach dem wir als Kommunisten oder Sozialisten, als Linke streben sollten, dann ist es völlig unerheblich, ob China oder Amerika demokratischer oder weniger demokratisch sind. Wenn es aber doch darauf ankommt, dann können wir überhaupt erst die Frage klären, welches dieser Länder demokratischer ist, wenn wir wissen, was wir mit Demokratie meinen und warum das gut ist. So, und das haben wir immer noch nicht geklärt. Lieber Dennis, ich würde dich jetzt mal fragen an dieser Stelle, was hältst du denn von der deutschen Demokratie, die im Grundgesetz die Notstandsparagraphen hat, das heißt die Option des Übergangs zur Diktatur? Von der Option des Übergangs zur Diktatur, als sozusagen im Grundgesetz festgelegten Zeug halte ich eigentlich relativ wenig. Aber wobei das ist halt eine interessante Frage. Also beziehungsweise ich bin mir da gar nicht so sicher. Der Begriff der Diktatur ursprünglich kommt ja aus der Antike, aus dem alten Rom. Und das Interessante ist, der Begriff der Diktatur im alten Rom ist eigentlich auf sein Gegenteil gebaut. Also es kann nur eine Diktatur geben, nach römischem Verständnis, weil es eine verfassungsmäßige Ordnung gibt. Der Begriff der Diktatur im alten Rom besagt quasi, dass diese Diktatur nicht die verfassungsmäßige Ordnung ist, dass es eine andere Ordnung gibt, nämlich die, wo der Senat und die Volksversammlung und so weiter herrschen, die verfassungsmäßig und legitim ist. Und dass die Diktatur eine Art Notfallmethode ist, um mit einem, ja, genau wie in der deutschen Verfassung, mit einem Notstand umzugehen. Also das ist so die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Diktatur. Damit verbunden war auch die Vorstellung, dass man natürlich danach auch wieder zurückkehrt in die verfassungsmäßige Ordnung. Das heißt, interessanterweise, wäre es nach antikem Verständnis völlig aberwitzig zu sagen, ich bin für die Diktatur, aber gegen die Republik. Denn eine Diktatur gibt es nur in der Republik. In einer Monarchie oder in einer anderen Form von Tyrannei gibt es keine Diktatur, weil die standardmäßige Ordnung bereits eine nichtheitliche Ordnung ist. Also man könnte jetzt, wenn man Lust darauf hat, lange darüber reden, über diesen Begriff der Diktatur. Es wäre auch interessant, zum Beispiel in Bezug auf die frühe Sowjetunion. Meine These wäre, dass die sich eigentlich auch so verstanden haben im Sinne einer römischen Diktatur. Also für Lenin und Trotzki war es nie legitim, langfristig gesehen, einen Staat aufzubauen, wie den sie aufgebaut haben, sondern das war von Anfang an als Notfallmaßnahme gedacht, um den Bürgerkrieg zu überleben, um die unmittelbare Reproduktion der Gesellschaft in diesen revolutionären Zeiten sicherzustellen. Aber die Vorstellung war nie, dass damit ein Staat gegründet werden kann, der langfristig gesehen ohne demokratische Wahlen, ohne Meinungsfreiheit, ohne Versammlungsfreiheit existieren kann. Also sagen wir es so, um das zusammenzufassen. Ich bin generell gegen Diktatur. Aber was ich noch schlimmer finde als eine Diktatur, die als Notstandsregelung eingeführt wird, ist eine Diktatur, die permanenten Charakter hat, die also nicht mehr zeitlich limitiert ist. Nur, aber das ist auch für uns unnötige Information, weil wir wissen immer noch nicht, ob Demokratie im Allgemeinen überhaupt etwas ist, was wir befürworten. Ich habe bisher nur ein Argument dagegen gehört. Das Argument war, dass die Demokratie ein Mittel der herrschenden Klasse ist, um der Bevölkerung einzureden, dass diese einen Einfluss ausüben kann. Dann würde ich dich gerne mal fragen, lieber Dennis. Warte ganz kurz. Habe ich dich da richtig wiedergegeben? Weil das war genau dein Punkt, René. Also du hast gesagt, die Demokratie ist ein nützt der herrschenden Klasse, weil die Bevölkerung denkt, dass sie etwas zu sagen hätte, obwohl das nicht so ist. So ist das. So ist das einfach. Und wir sehen es einfach. Also ich kenne auch immer wieder diese Debatten, aber das ist doch nicht die wahre Demokratie. Was soll denn jetzt die wahre Demokratie sein? Ich kann nicht nur über die Demokratie reden, die ich auf der ganzen Welt beobachte. Und dann sehe ich auch, dass viele Leute daran glauben, for freedom and democracy werden hier Kriege geführt. Die meisten Kriege werden für Freiheit und Demokratie geführt und nicht für Faschismus und Totalitarismus und sonst was. Das wird wirklich in diesem Namen geführt und das muss man auch mal ernst nehmen dann. Da muss man auch mal sagen, ja,
Zum Beispiel, wenn in arabischen Staaten, wo Warum? nun wirklich die sehr autoritär sind, wenn dann gesagt wird, aber ihr müsst doch jetzt hier mal Wahlen einführen und dafür müssen wir doch mal ein bisschen euer Land zerbomben, damit ihr schön demokratisch sein könnt. Weißt du, das ist diese Verlogenheit. Ich rede von der Demokratie, die es wirklich Aber gibt. das ist was anderes, ganz kurz, ganz kurz. Ob, wie sich, also ob zum Beispiel der Verweis auf Demokratie benutzt werden kann, um irgendwelche außenpolitischen Manöver zu rechtfertigen, das steht hier im Moment nicht zur Debatte. Sondern worum es geht, ist deine These, dass du gesagt hast, Demokratie ist letztendlich etwas, was die Herrschaft der Bourgeoisie im Inneren stabilisiert. Dadurch, dass die Menschen nun glauben, sie hätten einen Einfluss auf Politik, den sie nicht haben. Im Umkehrschluss folgt doch daraus, und ich weiß nicht, wie man das anders verstehen soll, dass in einem autoritären Regime, also stellen wir uns vor, sowas wie Pinochet oder so, ne? Also sagen wir, die Bourgeoisie führt einfach ein autoritäres Regime ein. Oder Putin. Ja, genau, oder Putin, Pinochet, Putin, was auch immer. In Das einem passt solchen zusammen. Regime würde es der Linken besser gehen, weil die Arbeiterinnen jetzt zumindest nicht mehr glauben, dass ihre Interessen vertreten werden. Und du hast dann später in einem Wortbeitrag gesagt, du bist aber kein Freund der Verelendungstheorie. Du glaubst zum Beispiel nicht, dass Leute, wenn es ihnen einfach nur wirtschaftlich sehr schlecht geht, dass sie dann automatisch Revolution machen wollen oder Sozialismus gut finden, richtig? Also das glaubst du nicht, das glaube ich auch nicht. So. Ich würde sogar weitergehen und sagen, es ist noch nicht mal der Fall, dass es eine Tendenz gibt, dass sehr arme Menschen eher geneigt sind, sozialistische Gedanken zu affirmieren, als Menschen, die ein annehmbares Auskommen haben. Eine solche Tendenz lässt sich historisch und empirisch überhaupt nicht feststellen. Das macht auch inhaltlich keinen Sinn. Ich frage mich also, warum es dann doch so ist, dass du eine Art politische Verelendungstheorie vertrittst. Du sagst quasi, wenn die Leute gar keine politischen Rechte haben, wenn sie überhaupt, wenn der Staat einfach zugibt, es gibt hier keine Meinungsfreiheit, du hast keine Mitspracherechte, dann ist es aus irgendeinem Grund plötzlich gut, weil die Leute dann sehen, was tatsächlich der Fall ist. Also ich verstehe nicht, wie man das vertreten kann, ohne ganz offen einer Verelendungstheorie zuzustimmen. Bevor Oder ich habe ich Chris, irgendwas falsch be verstanden? bevor Chris sofort rankommt, der hat ja gerade die Hand gekommen, würde ich dir direkt mal antworten auf ein wichtiges Thema. Was sind Rechte? Ne? Rechte sind Lizenzen, Freiheitslizenzen. Die sind von vornherein beschränkt, können jederzeit entzogen werden. Ich würde nie für Rechte kämpfen. Ja? Das sind juristische Feststellungen des Staates. Sagen, ja, es gibt ja heute Frauenrechte zum Beispiel. Erst als die Staatsgewalt erkannt hat, im kapitalistischen Interesse, ja, das stimmt, Frauen, die sollten ja auch mal arbeiten gehen können. Das würde ja beitragen zum nationalen Kapital. Erst dann hat er das genehmigt. Oder Schwulenrechte. Ja, warum sollten die denn nicht, um Gottes Willen, wir mit unserer bürgerlichen Moral? Na klar, dann sollen die doch auch zusammenziehen und Schwulenehen führen. Das würde doch dem nationalen Kapital dann auch gefallen. Nur dann wurde es anerkannt, von wegen, es wurde alles erkämpft. Also Rechte sind immer vom Staat legitimierte Lizenzen, die von vornherein beschränkt sind. Man kann es im Grundgesetz sehr gut nachlesen. Der einzige Paragraph ist der Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dahinter steht nicht, solange er nicht gegen andere freiheitlich-demokratische Grundsätze, die in Paragraph sowieso im Zivilgesetzbuch, Strafgesetzbuch vermerkt sind. So, also für Rechte würde ich mich, bürgerliche Rechte, würde ich mich niemals einsetzen. Und jetzt Chris. Ich schon, weil Rechte sind in Paragraphen gegossene materielle Reichtum der Gesellschaft. Also, damit sich eine Gesellschaft ihren Individuen gewisse Rechte garantieren kann, müssen entsprechendes Niveau an gesellschaftlichem Reichtum da sein, ne? Dass sich die Gesellschaft nicht gegen die Todesstrafe zum Beispiel, ja. Früher hat sich, haben sich die Leute gesagt, ja, warum sollen wir die Leben lang durchfüttern, ja? Und wir haben ja selber nichts zu fressen. Heute haben wir einen gesellschaftlichen Reichtum, der erlaubt, dass man auch sich
diese materielle Last aufbürdet als Gesellschaft und die Leute lieber lebenslang wegsperrt, um sie nicht töten zu müssen. Also es ist immer eine Frage, was kann sich eine Gesellschaft an Rechten für die Individuen leisten, ist eine materielle Frage. Insofern sollte sie sich denn dieses oder jenes Recht gönnen. Das sind wieder Bewertungsfragen, aber grundsätzlich ist ein Recht immer halt kommt nicht aus dem Nichts. Ja, man kann nicht jeden, wenn wir eine Gesellschaft, in der alle Mangel haben, kann man nicht ein Recht auf Leben, auf Essen verwirklichen. Ja. Also wenn einfach nicht genug für alle da ist. So einfach ist es. Okay, aber wir Und reden jetzt also nicht mehr darüber, dass Demokratie ein Täuschungsmanöver ist, um das Proletariat dazu zu bringen, dass sie eigentlich was zu sagen hätten, obwohl das nicht stimmt. Jetzt beides geht ist es der Fall. darum, dass es eine Kategorie, also dass die Kategorie der Rechte, wie sie von der bürgerlichen Philosophie proklamiert werden, irgendwie laut René dysfunktional ist. Und René, dein Beispiel war letztendlich die deutsche Verfassung, wo tatsächlich drin steht, bei fast allem, was garantiert wird, und das kann jetzt auf Grundlage eines Gesetzes eingeschränkt werden. Ich bin persönlich der Meinung, das ist fatal, dass das deutsche Recht so funktioniert. Aber wir haben auch andere Beispiele, zum Beispiel im amerikanischen Recht. In Amerika gibt es das überhaupt nicht. In Amerika ist es genau umgekehrt. In Deutschland, wenn wir über die Meinungsfreiheit reden, dann wird da gesagt, die Meinungsfreiheit wird garantiert, eine Zensur findet nicht statt, bla bla bla. Es steht fast überall im Grundgesetz so etwas wie, kann auf Grundlage eines Gesetzes eingeschränkt werden. In den USA ist es exakt umgekehrt. In den USA, wenn die Meinungsfreiheit garantiert wird oder das Recht auf Waffenbesitz, was auch immer, dann steht dort, Congress shall not make a law und so weiter. Also das heißt, hier wird wirklich der Gesetzgeber eingeschränkt, dass es bestimmte Rechte gibt, wie zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung, welche nicht durch den Staat, weder in Form von Gesetzen noch in Form von Verordnungen der Regierung eingeschränkt werden können. in der Praxis sieht es anders aus. Aber In der Praxis sieht es anders aus. naja, das ist die Frage. Also die Frage ist, ist es nicht durchaus der Fall, dass in einem Staat, wo es sowohl im Rechtssystem, also auch in der Verfassung, im geschriebenen Recht, als auch in der Community der Richter und Richterinnen und das ist am wichtigsten, in der öffentlichen Meinung, bestimmte liberale Prinzipien angekommen sind, dass es in einem solchen Staat schwieriger ist für den Staat, also für die Regierung, für den Staatsapparat, letztendlich repressive Maßnahmen durchzuführen. Also, wenn jetzt in Deutschland oder sogar in den USA eine Regierung das Interesse hätte, beispielsweise linke, keine Ahnung, Marx-Lesekreise zu verbieten, aus welchem Grund auch immer. Es wäre schwierig, es wäre wirklich schwierig. Also es wäre schwierig für die, an den Verfassungsgerichten vorbeizukommen. Es gäbe Menschen in der Zivilgesellschaft, die inhaltlich überhaupt nichts vom Marxismus halten, die sich trotzdem gegen solche Zensurmaßnahmen einsetzen würden, weil sie eben an diese liberalen Freiheitsrechte glauben. In einer autoritären Diktatur ist das nicht möglich. In einer autoritären Diktatur ist der Staat offiziell dazu befugt, Zensur durchzuführen. Und ich denke, das macht einen sehr großen Unterschied. Das zentrale Thema ist doch, die Rechte, Menschen- und Völkerrechte und so weiter, die werden doch postuliert als ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den übergriffigen Staat. Nicht? Nun, das ist doch quasi religiös. Welches durchsetzungsfähige Interesse sollte denn über dem Staatsinteresse stehen? Ganz viele Interessen. Also erstmal ist der Staat dem klassischen bürgerlichen Denken zufolge kein monolithischer Block, sondern der Staat besteht aus verschiedenen Gewalten. Der Staat ist nicht zentralisiert, sondern dezentralisiert. Wir haben erstmal die Gewalten Judikative, Exekutive und Legislative. Dann haben wir zum Beispiel lokale Regierungen. Wir haben in den USA die verschiedenen Bundesstaaten, wir haben in Deutschland die Bundesländer, wir haben Kommunen. Das heißt, es gibt auch eine Schichtung, also sozusagen vertikal von Zentralstaat zu einzelnen Kommunen und dann horizontal die drei Gewalten, Legislative, Exekutive und Judikative. Dazu haben wir noch die Öffentlichkeit, die das Ganze beobachten kann.
Wir haben Menschen, die sich mit Jura auskennen, Leute, die Entscheidungen der Gerichte überprüfen können. Das heißt, der Staat ist kein monolithischer Block. Und tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Staaten bestimmte Maßnahmen durchführen wollen und dann von ihren eigenen Verfassungsgerichten daran gehindert werden. Was ja ein Grund dafür ist, dass autoritäre Machthaber wie Netanyahu, wie die polnische Regierung, wie die Regierung in Ungarn versuchen, die Unabhängigkeit der Gerichte zu unterminieren. Gerade diese Versuche, die Unabhängigkeit von Gerichten zu unterminieren, zeigen, dass die Gewaltenteilung funktioniert und dass deshalb autoritäre Machthaber diese Gewaltenteilung mit neuen Gesetzesentwürfen quasi aus den Angeln heben müssen. Dennoch bleibt doch in allen und die Staaten, über die wir reden, von Russland bis Israel, bleibt doch die Freiheit des Eigentums bestehen, die Gleichheit derer, die gleich sind. Naja, dann bewirb dich mal um deine Existenz, egal welche Mittel du überhaupt hast. Und die Brüderlichkeit im Sinne von, ja, wir heucheln mal ein bisschen Solidarität, wir spenden mal irgendwie zu Weihnachten. Das bleibt doch in all diesen Staaten bestehen. Warte mal, aber jetzt ist deine Kritik einfach nur, dass die bürgerliche Demokratie nicht der Sozialismus ist. Die bürgerliche Demokratie ist nie angetreten mit dem Versprechen, materiellen Wohlstand gleichmäßig für alle zu verteilen. Die Freiheit, von der wir hier reden, ist das Abwehrrecht gegen den Staat. So. Und du hast gesagt, das gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Du meintest, dieses Abwehrrecht ist fiktional, weil ja das Staatsinteresse das höchste Interesse ist. Und insofern es gar nicht möglich ist, dass es irgendetwas gibt, was diesem Staatsinteresse im Weg steht. Okay, das ist die eine Argumentation. Aber du kannst nicht gleichzeitig argumentieren, na ja, okay, aber das Eigentum wird nicht angetastet, weil darüber reden wir ja gar nicht. Also der bürgerliche Staat verspricht uns gar nicht, dass er das Eigentum abschaffen wird. Er verspricht uns Abwehrrechte gegen den Staatsapparat, gegen die Regierung, gegen bestimmte Gesetze, die rechtswidrig sind, die zum Beispiel nicht allgemein sind, die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit nicht erfüllen. Könnte man nicht Und sagen, dass viele warte mal, Bürger, und ja. ganz kurz, eine Sache, wenn das erfüllt werden kann, dann haben wir schon gesehen, dass dieser bürgerliche Liberalismus oder diese bürgerlichen Freiheiten wichtig sind. Das heißt nicht, dass sie alle Probleme lösen. Das heißt nur, dass sie tatsächlich den Menschen Abwehrrechte gegen den Staat geben. Und darüber reden wir ja gerade. Wir reden über Abwehrrechte gegen den Staat. Wir reden nicht darüber, dass das bürgerliche Recht den Kommunismus automatisch einführt. Das habe ich auch nie behauptet. Ich weiß nicht, wer das jemals behauptet Nee, hat. nee, nee, so weit wollte ich auch gar nicht gehen. Aber kann es sein, dass immer mehr Bürger, speziell seit 2020, seit Corona-Pandemie, genau diese Bedenken haben, dass sie zunehmend gar nichts gegen die Staatsgewalt machen können, dass sie auch zunehmend jetzt AfD wählen? Ich meine, in dem Irrsinn zu glauben, dass AfD jetzt eine schöne Alternative für Deutschland wäre, nicht für Deutschland, sondern die beziehen es ja auf ihr privates, materielles Interesse. Das ist der Riesendenkfehler von diesen Leuten. Aber dass sie sehen, der Staat ändert mal eben schnell das Grundgesetz. Das ist schon mehrmals seit 2020 passiert. Das ist auch passiert mit dem, da sind wir wieder beim Thema, mit dem Strafgesetzbuch, Paragraphen 130. Du kannst ganz schnell verknackt werden, wenn du eine abweichende Meinung zum Krieg äußerst. Wenn du relativierst den völkerrechtlichen Angriffskrieg der bösen Russen auf die Ukraine. Das geht ganz schnell. Und da sieht doch der Bürger, hallo, und die gehen ja auf die Straße, die sind Anfang von Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen, haben mit dem Grundgesetz in der Hand. Haben sie sich von den Bullen verprügeln lassen, nur weil sie das Grundgesetz hochgehalten haben? Ja, weil sie das Grundgesetz selber nicht verstanden haben. Ja, was ist denn mit Freiheit gemeint? Was ist denn damit gemeint, wenn der Staat sagt, wir gewähren hier jedem Einzelnen die Freiheit und setzen jedem Einzelnen die Schranke der Freiheit des anderen per Gewalt? Wir sichern das jedem. Was ist mit dieser Freiheit gemeint? Ist da die Freiheit der Person gemeint, des Eigentums? Ja, was ist denn mit der staatlichen Gleichheit gemeint? Mit denn mit dieser staatlichen rechtlichen Gleichheit tatsächlich der ökonomische Lebensstandard für alle gleichgesetzt? Oder
Ändert das irgendetwas an den Verhältnissen in diesem Land, diese staatliche Gleichheit? Was ist denn mit dieser staatlichen Gleichheit gemeint? Das heißt doch im Endeffekt, Doch, gibt es. warte, ganz kurz. Was mit der staatlichen Gleichheit gemeint ist, ist ganz klar, die Gleichheit vor dem Gesetz. Die Gleichheit im bürgerlichen Sinne ist nicht die Gleichheit der Güter, sondern die Gleichheit bedeutet hier einfach nur, dass wir nicht so wie im Feudalismus beispielsweise Adelsprivilegien haben. Ja, also dass einfach nur abstrakt im bürgerlichen Recht vor dem Gesetz die Menschen Ja, gleich sind. Das ist hier gemeint. aber wenn das ja, dem aber Staat, diese wenn das Demokratie dem. ist immer formal. Ja, diese Rechte sind immer formal. Nur, die sind immer nur formal da, weil, ob du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger bist und irgendein Zivilproblem hast und klagen willst, dann hast du ein ganz großes Problem, weil du kannst mit dem Anwalt nicht helfen. Da musst du dann irgendwelche schauen, dass es irgendwelche Almosen gibt. In bestimmten Bereichen, um eben, dass die Öffentlichkeit diese Kosten für dich übernimmt. Also, und dann, es kann dann sein, dass du am Schluss trotzdem nicht zu deinem Recht kommst, weil du dir einfach den schlechteren Anwalt nur leistest. Okay, also die Sache ist die, Žižek hat das ungefähr so ausgedrückt. Das Reden von einer nur formalen Freiheit ist ein Fehler, weil es die Wichtigkeit der formalen Freiheit sozusagen unterminiert. Wir wollen als Sozialisten mehr als die formale Freiheit. Also wir wollen über die Form der Freiheit, die die bürgerliche Gesellschaft oder auch der liberale Kapitalismus den Menschen bietet, hinausgehen. Wir wollen eine reale Freiheit realisieren, die mehr ist als die formale Freiheit, die es im Kapitalismus, im liberalen Kapitalismus gibt. Das heißt aber nicht, dass wir glauben, dass diese formale Freiheit wertlos ist. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Also zu immer zu sagen, ja, okay, vielleicht gibt es Abwehrrechte in einer liberalen Demokratie, aber Arme und Reiche sind ja nicht faktisch gleich. Ja, vielleicht gibt es Wahlen, freie Wahlen, aber nicht jeder kann gleich viel Einfluss darauf nehmen. Wenn ich reich bin, kann ich Zeitungen kaufen, Propaganda machen, dann habe ich mehr zu sagen als jemand, der arm ist. Wenn ich reich bin, kann ich die Parlamentarier bestechen. Wenn ich arm bin, kann ich das nicht machen. Also, ich glaube, es ist ein rhetorischer Trick, mit so einer Maximalutopie anzukommen, zu sagen, okay, der liberale Kapitalismus erfüllt das nicht und deshalb ist er komplett wertlos und es ist exakt das Gleiche wie eine Diktatur. Und Aber übrigens, wenn es, ganz kurz, wenn es der Fall ist, eine Sache noch, wenn es der Fall ist, dass in Deutschland gerade Freiheitsrechte, die eigentlich liberal-kapitalistisch betrachtet gewährt werden müssen, nicht mehr gewährt werden. Dann sind so Leute, die sagen, naja, Demokratie ist ja eh wertlos, ist sowieso einfach nur eine brutale Klassenherrschaft und die Demokratie dient nur der Verdummung des Volkes, um dem Volk irgendwie den falschen Eindruck zu verschaffen, dass es Macht hätte. Wenn man so argumentiert, dann unterstützt man den Staat ja darin, das zu machen. Denn das Gefährlichste, was sich ein solcher Staat vorstellen kann, nämlich einer, der versucht, immer weitergehende autoritäre Maßnahmen durchzusetzen, ist eine Bevölkerung, die tatsächlich an die Freiheit glaubt. Ja? Also wenn Leute wirklich glauben, unironisch, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist, in dem es Gewaltenteilung gibt, in dem es Demokratie gibt und so weiter und so fort, und der Staat dann autoritäre Maßnahmen durchführt, wäre der Protest dagegen viel größer, als wenn wir die Leute davon überzeugen, dass sowieso alles das Gleiche ist, dass sowieso Demokratie nichts wert ist und dass man, dass diese bürgerlichen Freiheiten eigentlich nur eine Fiktion sind, die dazu dienen, uns dumm zu halten. Also gerade wenn man diese Sorgen hat, dass im Westen demokratische Prinzipien mit Füßen getreten werden, dann muss man diese Prinzipien hochhalten und nicht diese Prinzipien als Psyops kritisieren. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, wenn der Staat per Gesetz, per Rechtsprechung, per Grundgesetz alle unter gleiches Recht stellt, alle gleichermaßen unter dieses Recht stellt und sagt, vor mir seid ihr alle gleich, ob ihr arm seid, ob ihr reich seid, das interessiert mich nicht. Ja, eure Geschäfte, die ihr untereinander habt, die könnt ihr abwickeln. Ja,
Und ob ihr alle arm oder reich seid, das interessiert mich nicht. Übernimmt denn der Staat mit diesem Grundgesetz und diesem Gleichheitsartikel nicht dann schon eine Partei für die für die Eigentümer, wenn er sagt, das ist uns egal, wie ihr eure Geschäfte abwickelt? Vor mir seid ihr alle gleich. Ihr müsst einfach nur alle meinem Gesetz gehorchen. Setzt der Staat nicht damit erst diese gesellschaftlichen, natürlichen Unterschiede erst so richtig frei? Du bist gemutet, René, deswegen. Ja, Leute, wir haben noch eine Minute. Machen wir eine kleine Abmoderation. Ich danke erstmal allen, dass sie dabei waren. Ich danke ganz besonders Dennis, dass er sich bereit erklärt hat, nachdem ich in einem etwas zynischen Video ins Bett gesetzt habe mit Fabian Leer praktisch. Ich finde es toll, dass wir so miteinander reden können. Die Zeit läuft jetzt hier ab und ich würde mich freuen, wenn es weitere dieser Diskussionen gäbe, auch mit Dennis, wo ich sehr weiß, Dennis, deine Zeit ist beschränkt. Wir haben uns um den Termin gebalgt halb schon, ja. Ja, aber ich finde es toll, wie du reagierst. Und ich denke, wir haben uns insgesamt ganz gut verstanden und auch gegensätzliche Positionen, naja, nicht ausdiskutiert. Das geht ja gar nicht in der kurzen Zeit, aber so angerissen, dass es andere, und darauf freue ich mich, kommentieren können. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute, liebe Leute. Ciao, ciao. Und Tschüss. vielleicht bis bald. Ciao, ciao.